السلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Geschwister im Glauben, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erstmal, wie der Bruder schon gesagt hat, Alhamdulillah, Gesichter, wo man sich jedes Mal darüber freut, dass man die überhaupt antreffen darf, gerade in dieser heutigen Zeit. Ja, und dass es überhaupt noch Leute gibt, die die Häuser Allahs, Alhamdulillah, aufsuchen, die beten, die fasten, die die Zakat entrichten. Alhamdulillah, dass man dazugehören darf. Liebe Geschwister, ich bitte Allah, dass er von mir und von euch annimmt. Denn wahrlich, wenn wir nicht aufrichtig gegenüber Allah sind, ist alles umsonst, alles verloren. Ikhlas, liebe Geschwister. Und ich möchte ein paar Worte über Allah subhanahu wa ta'ala verlieren. Denn der Diener, der erkennt oftmals seinen glorreichen, seinen majestätischen und barmherzigen Schöpfer nicht wirklich. Schaut mal, die Menschen laufen so vielen Dingen hinterher, den Gütern auf dieser Dunya, die laufen den anderen Menschen hinterher. Aber sie vergessen ihren eigenen Schöpfer. Sie vergessen ihren eigenen Schöpfer. Wer hat uns geschaffen? Durch wen leben wir? Wir alle werden es mit unseren Mündern bezeugen. Wie oft hast du in deinem Leben gesagt, ich liebe? Und was ist danach gefolgt? Dieses Mädchen, diese Frau, dieses Auto, diese Arbeit, diesen Fußballverein. Ich liebe dieses und jenes. Wie oft hast du in deinem Leben gesagt, dass du Allah liebst, der dich erschaffen hat, der dich hören lässt, der dich sprechen lässt, der dich sehen lässt, der dir alles gewährt hat? Wie oft hast du in deinem Leben schon gesagt, ja Rabbi, ich liebe dich? Vom ganzen Herzen, aufrichtig. Von dem alles abhängt. Wir jammern, wie der Bruder gesagt hat. Wir sind in einer Zeit von Fitan, wo wir viel am Jammern sind. Wann hast du gesprochen, ja Allah, ich liebe dich? Ich liebe dich für diese und jene Gabe und ich liebe dich allgemein. Wann sprechen wir das aus? Wie aufrichtig und ehrlich sind wir gegenüber unserem Schöpfer? Der Tod ist die Wahrheit, liebe Geschwister. Wir werden von dieser Erde gehen. Und danach werden zwei Waagschalen aufgestellt. Und das Ende ist von jedem von uns gewiss. Nur Allahs Barmherzigkeit kann uns wohin bringen? Ins Paradies. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, wenn wir diesen Namen schon hören, wir sind stolz darauf. Die Stärkung des Islams. Was hat er gesagt? Zu Huzaifa ibn al-Yaman, sag mir, ist mein Name auf der Heuchlerliste? Er war zusammen mit dem Propheten Muhammad a.s. und Uthman und Abu Bakr, war er zusammen auf dem Berg Uhud. Und ein riesiger Berg, der fängt an zu beben. Der Prophet macht mit seinem Fuß so und sagt, sei ruhig, denn auf dir steht nur ein Prophet. Ein Aufrichtiger und zwei Märtyrer. Und einer von, und die, schau mal, die wissen, wie die schon sterben. Die wissen, dass sie Paradiesbewohner sind. Die haben die frohe Botschaft zur Lebzeit bekommen. Was haben wir? Hat jemand von uns die Botschaft bekommen, dass wir Paradiesbewohner werden? Hat jemand von uns die Gewissheit vom Paradies? Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu hatte die Gewissheit. Dennoch hat er geweint. Dennoch hat er gezweifelt. Dennoch hat er sich noch eifrig eingesetzt für diese Religion, obwohl er schon bestätigt bekommen hat, wie er stirbt. Schaut mal, es war kein Krieg mehr in Medina. Es gab kein Krieg. Trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala seine Dua erhört, dass er in Medina stirbt. Er ist in Medina gestorben. Diese Dua hat er gemacht und er hat die Dua gemacht, dass er als Märtyrer stirbt. So kam ein Munafik und hat ihn umgebracht. Weil sie hatten eine innige Beziehung mit Allah. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, was hat er gesagt? Wenn am Tag des Gerichts mein Vater und meine Mutter über mich richten würden, wenn sie entscheiden würden, was mit mir passiert, er hat gesagt, ich lehne ab. Könnt ihr euch das vorstellen? Er lehnt ab, warum? Nicht aus Angst vor Allah, weil er wusste, dass Allah barmherziger ist als unsere Eltern. Wer hat verstanden, dass Allah barmherziger ist? Haben wir den Koran richtig betrachtet, wenn wir eine Sure nach der anderen lesen, dass 113 Mal im Koran vorkommt, im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen? Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen? Er ist wahrlich der Allerbarmer und der Barmherzige. Wie oft haben wir gesündigt? Gegen uns selber, gegenüber anderen Menschen haben wir Schlechtes getan. Wie oft haben wir uns hochmütig gegenüber Allah und undankbar gegenüber Allah verhalten und er hat uns immer wieder aufgenommen? Könnt ihr euch vorstellen, dass wir es hier mit einem barmherzigen Schöpfer zu tun haben, der seine Diener sehr liebt? Seine Liebe wird vor unsere Liebe gestellt. Das ist eine wechselseitige Beziehung, liebe Geschwister. Diese Liebe geht nicht nur von Allah aus und er braucht uns nicht. Das ist eine gegenseitige Liebe. Er hat das Gebet sogar zwischen seinen Dienern aufgeteilt, die Al-Fatiha. Er hat das Gebet sogar aufgeteilt. Er sagt, ein Teil davon ist für mich, wo er dann bestätigt, dass der Diener Allah lobpreist und ihn verherrlicht. Und der letztere Teil, das ist, worum der Diener bittet und er sagt, so gewähre ich es ihm. Wir könnten so viele Dinge aufzählen, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wenn einer von mir, einem Nahestehenden,
anfeindet, den habe ich den Krieg erklärt. Wenn du ein nahestehender Allahs bist, hast du verstanden? Allah erklärt demjenigen den Krieg, der sich gegen dich stellt, mein Bruder. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er jemanden liebt, wenn die Menschen sich schämen, er ruft im Himmel, ruft der Jibril alayhi salam und sagt, Jibril, ich liebe den so und so, so liebe du ihn auch. Und so geht Jibril alayhi salam in den Himmel und ruft zu allen Himmelbewohnern und sagt, Allah subhanahu wa ta'ala liebt den so und so und ich liebe ihn auch und ihr habt ihn auch zu lieben. So lieben ihn alle Engel in dem Himmel. Könnt ihr euch das vorstellen? Allah schämt sich nicht zu sagen, dass er seinen Diener liebt. Wo sich vielleicht manche vielleicht schämen würden. Wir haben eben gehört, manche Menschen, die Menschen trauen sich zu sagen, dass sie homosexuell sind, dass sie transsexuell sind. Die stehen zu ihren Sachen. Die sagen, dass Schalke 04 oder Borussia Dortmund für sie über alles geht. Sie trauen sich alles Mögliche, dass sie vom Affen abstammen. Und der Muslim, der schämt sich vor den Menschen zu sagen, ich liebe den, der mich erschaffen hat. Ich liebe meinen Schöpfer. Und da fragen wir uns manchmal nicht selber, wie traurig das ist. Wo ist unser Iman? Wann schützen wir unseren Iman? Was tun wir für unseren Iman, was am wertvollsten ist? Du kannst alles verlieren, alles, wallahi, alles verlieren. Deine Gesundheit kannst du verlieren, deine Familie kannst du verlieren, dein Job, dein Geld, dein Haus, alles. Wenn du dein Iman behältst, dann hast du alles, was du brauchst. Dann hast du alles, was du brauchst, das bringt dich ins Paradies. Alles andere wird dir nicht helfen im nächsten Leben. Khalas, vorbei, das wird vorbeigehen am Grab, das wird dich nicht begleiten. Die Taten werden uns begleiten. Die Taten. Deswegen sage ich euch, liebe Geschwister, wir müssen lernen, aufrichtig zu werden gegenüber wem? Gegenüber Allah. Gegenüber Allah. Wir können vieles erzählen mit unseren Zungen. Wir können viel reden. Wir können viel machen nach außen hin. Allah kennt das Innerste der Brust. Und wie oft haben wir die Verse im Koran gelesen? Und wallahi, der kennt das Innerste der Brust. Er weiß, was wir für Pläne aushalten. Er weiß, was wir im Geheimen denken. Er weiß, was wir im Geheimen tun. Er kennt alles von uns. Und trotz allem ist er so barmherzig mit uns. Hat er Geduld mit uns. Und wenn wir uns abwenden von ihm, was macht er? Er ruft vom Nahen ruft er zu, wohin, mein Diener? Weil er uns liebt, wohin? Und wenn man umkehrt, bereut, ruft er vom Weiten, erwartet er dich schon vom Weiten. Er erwartet den Diener schon vom Weiten. Allahu Akbar. Das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist seine Liebe, die man sich als Mensch gar nicht vorstellen kann. Dafür ist unser Verständnis, unser Verstand, das ist viel zu begrenzt. Viel zu begrenzt, wallahi, viel zu begrenzt. Ich möchte euch einen Hadith mitgeben, liebe Geschwister, wo dann jeder selber drüber nachdenken kann, wie sehr er die Beziehung zwischen Allah subhanahu wa ta'ala pflegt und wie viele Dinge man hier auf dieser Erde pflegt. Wie man auf sich selber achtet. Allah subhanahu wa ta'ala achtet nicht auf unser Äußeres, aber wir achten auf das Äußere. Wir achten darauf wegen den Menschen. Wir achten darauf, dass wir bei den Menschen gut ankommen. Allah subhanahu wa ta'ala achtet auf was? Auf unser Inneres, auf das Herz. Wer achtet von uns auf unser Inneres? Wer achtet auf sein Inneres? Wer achtet auf sein Herz? Wer achtet darauf, wie der sich jeden Tag vor Allah stellt? Wer achtet darauf von uns? Und das geht an mich selber, liebe Geschwister. Ich muss selber die Aufrichtigkeit. Ich fordere sie von Allah, ich flehe ihn an, dass er mich aufrichtig gegenüber ihm macht. Gott spricht, die Geschichte von mir und den Menschen und den Dschinn ist gewaltig. Ich erschaffe und ein anderer wird angebetet. Ich versorge und einem anderen wird gedankt. Ich sende das Gute von mir meinen Dienern herab und ihre Bösartigkeit steigt zu mir herauf. Ich neige mich ihnen mit meiner Gnade zu, während ich ihrer nicht bedarf. Und sie entfernen sich von mir mit ihren Sünden und sind doch auf keinen außer mir angewiesen. Die Leute, die meiner gedenken, sind die Leute meiner Gesellschaft. Wer also meine Gesellschaft wünscht, der gedenke meiner. Die Leute, die mir gehorsam sind, sind die Leute meiner Liebe. Nochmal, die Leute, die mir gehorsam sind, sind die Leute der Liebe, meiner Liebe. Und die Leute, die mir ungehorsam sind, lasse ich. Und schaut mal jetzt die Barmherzigkeit von Allah. Die Leute, die ungehorsam sind. Das ist Allah. Viele Menschen haben keine Ahnung von Allah. Denken immer nur, der ist böse. Das ist, warum gibt es Krieg? Warum gibt es Gewalt? Warum gibt es dies und jenes? Warum gibt es Krankheiten? Weil sie kein Verständnis von Allah haben. Weil sie kein Allah subhanahu wa ta'ala. So viele Dinge geschehen, liebe Geschwister, die positiv für uns sind.
Er lässt uns oft auf die Schnauze fallen, damit wir wach werden, bevor wir sterben. Er lässt gewisse Krankheiten über uns kommen, damit wir die Gesundheit endlich zu schätzen wissen. Denn wir sehen die Menschen, wie die krank sind neben uns und wissen die Gesundheit nicht zu schätzen. So lässt Allah subhanahu wa ta'ala Krankheit über uns kommen, damit wir vielleicht verstehen, was die Tage der Gesundheit bedeuten. Er lässt Tage der Erschwernis über uns kommen, damit wir wissen, was die Tage der Freude sind. Damit wir überhaupt diese Dinge zu schätzen wissen. Das ist eine Barmherzigkeit von Allah. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala meint es gut mit seinen Dienern. Denn ihr hört das hier aus diesem Hadith Qudsi. Und die Leute, die mir ungehorsam sind, lasse ich in die Hoffnung auf meine Gnade nicht aufgeben. Schaut mal, Allahu Akbar. Allahu Akbar, er lässt dich nicht aufgeben. Er will, dass du umkehrst. Er will, dass du zurückkehrst. Und derjenige, der zurückkehrt, was ist mit demjenigen, der bereut, der Taube begeht? Allah liebt ihn. Das steht im Koran. Und Allah liebt die reuig Umkehrenden. Du wirst einer, der gerade hast du noch gesündigt. Und im nächsten Moment bist du einer, der Allah liebt. Allahu Akbar. Was ist das für eine Gnade? Finden wir sowas bei den Menschen? Finden wir sowas bei den Menschen vor? Wie oft ging es uns schlecht, liebe Geschwister? Wie oft ging es uns schlecht und kein Mensch war für uns da? Keiner war für uns da. Aber an wen konnten wir uns wenden? An Allah. Allah ist immer für uns da. 24 Stunden kannst du dich an ihn wenden. Wie oft haben dich die Menschen enttäuscht? Wer hat dir Hoffnung gegeben? Wer hat dir Halt gegeben im Leben? Wer hat dich wieder aufstehen lassen? Wer hat dir wieder Kraft gegeben? Das ist alles von Allah, liebe Geschwister. Alles von Allah. Und wir schaffen es nicht mal zu sagen, ich liebe dich. Ich liebe dich für das alles, was du mir entgegengebracht hast, ja, mein Herr. Wo wir doch den Menschen, die uns nicht geschaffen haben, die uns wenig gegeben haben, die schnell undankbar sind, schnell unzufrieden mit uns sind, wo wir ihnen schnell hinterherlaufen und sagen, oh, danke dafür und nochmal, abermals danke und ich liebe dich und du bist so gütig und du bist so das. Wo ist unsere Aufrichtigkeit? Wo ist unsere Aufrichtigkeit? Wenn sie sich mir in Reue zuwenden, dann liebe ich sie. Wer von ihnen mir mit Reue entgegenkommt, den erwarte ich schon von Weitem, was ich eben gesagt habe. Und wer sich von mir abwendet, den rufe ich von ganz nah und sage ihm, wo gehst du hin? Hast du einen anderen Herrn außer mir? Allahu Akbar. Wenn du weggehst, sagt er noch, hast du einen anderen Herrn außer mir? Das gute Werk zählt bei mir wie das Zehnfache seinesgleichen und ich mehre es noch. Ihr wisst, bis zum 700-fachen und auch noch mehr, wenn Allah subhanahu wa ta'ala will. Und die schlechte Tat zählt nur wie ihresgleichen und ich erlasse bei meiner Macht und Würde, wenn sie mich für sie um Vergebung bitten würden, so würde ich ihnen vergeben. Allah subhanahu wa ta'ala ist demnach was? Er ist barmherzig. Er will für uns Vergebung. Nur wir selber müssen uns selber fragen, sind wir aufrichtig gegenüber Allah? Ich sage das nochmal, weil im Endeffekt muss sich jeder selber hinterfragen, wenn wir uns gleich hier, wir haben uns hier versammelt für Allah. Wir reden hier über Allah und seinen Gedanken. Wir sagen, wir sind Muslime. Und wir bekennen uns zum Islam. Dann ist das ist die wichtigste Frage, wie ist meine Beziehung gegenüber Allah? Und wie der Bruder eben gesagt hat, Fehler haben wir alle, Fehler machen wir. Allah hat uns so geschaffen. Kullu ibn Adam khata. Und jeder Sohn Adams hat Fehler. Wir werden alle Fehler begehen. Aber die Frage ist, trotz allem, wie ist dein Verhältnis mit deinem Herrn? Weil wenn du einen Menschen liebst und du machst etwas Falsches, dann sagst du auch, es tut mir leid, weil du willst dein Herz nicht verlieren, du willst die Zuneigung nicht verlieren. Schaut mal, die Menschen, die strengen sich an, um mit Prominenten zu sein, um ihnen zu gefallen, ihnen fotografiert zu werden, eine Autogrammkarte zu bekommen. Es gibt so viele Psychologen, die Menschen studieren, was sie gerne haben. Die Hadithe sagen uns, was Allah subhanahu wa ta'ala gern hat. Der Koran sagt uns, was Allah subhanahu wa ta'ala gern hat. Was setzen wir davon um? Was setzen wir davon? Wir sagen, wir wollen ins Paradies. Ist es wirklich so? Ist es wirklich so nach unserem Handeln? Denn viel müssen wir nicht tun. Wir müssen nur die Liebe Allahs erwidern. Denn er sagt in seinem edlen Buch, er sagt, so wird Allah ein Volk hervorbringen, ja? wenn die keine Taube zum Beispiel begehen, dann wird das ändern gegen ein anderes. Wenn wir keine Sünden hätten, dann würde er ein anderes Volk bringen, ja, was er liebt und was ihn liebt. Und guck mal, seine Liebe wird vorangestellt vor unserer Liebe. Und er benötigt uns nicht. Das heißt, wir müssen erkennen, dass die ganze Beziehung hier aufgebaut ist. Auf was? Auf Liebe. Allah meint es gut. Wallahi, Allah meint es gut. Allah meint es mit keinem schlecht. Der Mensch, der begeht gegen sich selber das Schlechte. Und Allah sagt im Koran, der Mensch schafft alles Schlechte mit was? Mit seinen eigenen Händen.
Ihr kennt doch den, es gibt so viele Hadithe, ihr kennt diesen Hadith, dass er jemand 100 Seelen umgebracht hat. Hat Allah ihm vergeben? Er hat ihm vergeben. 100 Seelen. Wir können nicht bemessen. Wir würden sagen, ja, wie kann das sein? Er hat doch jemanden umgebracht, er hat doch das, er hat doch dies. Egal, was ein Mensch begangen hat, wenn er sich reuig zu Allah wendet, Allah ist der Allvergebende. Er vergibt nicht nur uns, die das gerne haben. Er vergibt auch den anderen, die darum bitten. Und er hört auch den Ruf des Käfir, wenn er ihn anruft und bittet und anfleht auf dem Schiff, wenn er es droht unterzugehen. Und sagt, ja Allah oder Gott, wie er ihn auch in dem Moment nennt, wo Allah weiß, dass er ihn anruft. Wenn du mich jetzt errettest, so werde ich mich ändern. Er sagt das im Koran, er hört ihre Bittgebet. Schaut, wie barmherzig Allah ist. Jedoch wissen die meisten Menschen nicht, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und deswegen lege ich mir und euch nahe, dass wir uns Wissen aneignen von wem? Von unserem Schöpfer. Denn die meisten können noch nicht mal 15 Minuten geradeaus, ohne Pause, ohne Stopp, über Allah subhanahu wa ta'ala reden. Die wissen nicht, was sollen die sagen. Die können dann zwei, drei Sachen sagen, das war's. Der hat uns geschaffen, die Standardsachen, die Sonne, der Mond, die Sterne, ist alles von Allah. Aber das ist, der hat noch mehr. Es gibt noch mehr Dinge, die man über Allah sagen kann. Deswegen eigne dir Wissen an über Allah, das mehrt dein Iman, das stärkt dein Iman und deine Beziehung zu Allah wird besser. Automatisch wirst du ihn mehr lieben, weil du ihn besser erkennst. Wenn du etwas gern hast, dann verbringst du dementsprechend Zeit vom Internet. Ja, es gibt gewisse Seiten oder gewisse Dinge, die man gerne darin macht und die Zeit, die vergeht 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden oder Playstation, manche lieben es auf einmal 5, 6 Stunden zu spielen, ja, weil sie etwas darin gesehen haben, gefunden haben. Wenn du den Koran richtig betrachtest, wenn du die Namen und Eigenschaften Allahs richtig betrachtest, dann wirst du damit mehr Zeit verbringen, dann wirst du keinen Tag vergehen lassen, ohne das Buch Allahs aufzuschlagen, weil du weißt ganz genau, wenn du es einen Tag unterlässt, das ist schon ein Zeichen, dass dein Iman wieder gesunken ist, dass du einen schwachen Iman hast. Denn ein Diener, der aufrichtig mit seinem Herrn ist, der wird keinen Tag vergehen lassen, ohne das Buch Allahs zu lesen. Weil er wird Schmerz empfinden, genauso wie er Schmerz empfindet, wenn die Frau sich einen Tag mal nicht meldet oder die Freundin sich nicht meldet, oder Dinge, die auf dieser Dunya sind, wo es einem wehtut, wenn man die auf einmal nicht hat, wenn man die einmal 1 Stunde nicht hat, 2 Stunden nicht hat, es fehlt einem. Man fehlt es uns, wenn wir nicht mit Allah sind. Man fehlt es uns, Allahs zu gedenken. Und Allah gedenkt unserer. Und wenn du einmal den Salawat aussprichst auf den Gesandten Allahs, den Segenswunsch auf den Gesandten Allahs, wird der Segenswunsch 10-mal von wem über dich ausgesprochen? Von Allah. Von Allah, kann ich euch das vorstellen? Nicht von irgendeinem Politiker oder irgendeinem großen Schauspieler oder Sänger. Von dem Schöpfer, dem wir alles zu verdanken haben. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallam. Allahumma barik ala Muhammad. Wie oft sprechen wir das aus, die Salawat über den Gesandten Allahs? Das sind alles so Dinge, liebe Geschwister. Es gibt noch viele Dinge, es gibt noch vieles mehr, glaub mir. Wenn wir tief da reingehen, ich wollte nur einige Worte sagen. Wenn wir da tief reingehen, dann werden wir erkennen, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Barmherzigste aller Barmherzigen ist. Er könnte auch sagen im Koran, der Majestätische, er könnte auch sagen, der Allbezwinger, er könnte auch sagen, der Starke. Er könnte öfters den Namen wechseln. Aber er hat es bewusst so gelassen. Er hat das extra für uns so gelassen, damit wir verstehen, dass er wirklich der Allerbarmer, der Barmherzige ist. Damit jeder, auch jeder wirklich Hoffnung schöpfen kann. Nicht nur die Muslime, auch die, die jetzt noch keine Muslime sind. Die haben noch eine Chance, solange sie am Leben sind. Aber wenn der Todesengel gekommen ist, ist es vorbei. Khalas. Dann gibt es keine Chance mehr, weder für uns noch für sie, irgendetwas besser zu machen, zu bereuen oder die Beziehung instand zu setzen. Dass man dann sagt, so, jetzt will ich mich ändern. Ich wollte ein guter Diener sein, aber das und jenes hat mich abgelenkt. Schau, dass du jetzt dich vorbereitest, denn morgen kann es zu spät sein. Morgen, wie der Bruder gesagt hat, vor 3 Tagen haben wir beim Hans das Totengebet gemacht. Vielleicht wird morgen über uns das Totengebet ausgesprochen. Ja, vielleicht werden wir heute noch sterben und morgen oder übermorgen gibt es dann Genese für unsere Person. Und ich weiß ganz genau, die meisten haben das in sich drin, dass sie nicht vorbereitet sind. Genauso, wenn der Ramadan uns verlässt, dass wir sagen, im nächsten Ramadan möchte ich es besser machen. Ich möchte mehr machen, ich möchte mehr tun. Und wenn man Umrah macht, dann sagt man, in der nächsten Umrah möchte ich es besser machen. Und wenn man Hajj macht, sagt man, in der nächsten Hajj möchte ich es besser machen. Das ist immer so. Mach es jetzt direkt, es gibt vielleicht kein nächstes Mal. Woher immer diese Garantie, dass es ein nächstes Mal gibt? Es gibt kein nächstes Mal, Allahu A'lam. Weiß man nicht. Das ist Ilm-Ghaib, das ist verborgenes Wissen. Du weißt nicht, ob du nochmal die Chance bekommst überhaupt. Deswegen bereite dich jetzt vor. Der Shaitan, der hält dich hier auf. Der hält dich hier und jetzt auf beim Guten.
Beim Guten kommt immer das Zögern. Genauso einer, der ist sich schon sicher, der Islam ist die wahre Religion, aber ich weiß es nicht, ich kann noch nicht beten, aber wie ist das, ich habe noch ein paar Dinge, wo ich sündige. Er flüstert ihn ein, genauso auch uns. Wir wollen Koran lernen, sagen, ja, nächsten Monat fange ich an. Wir wollen Arabisch lernen, ja, in 3 Monaten fange ich an. Aber bei der Sünde, subhanallah, du willst keine Stunde vergehen lassen, um die Sünde zu begehen. Direkt hinterher, sofort hinterher, die Shahawat, das Gelüst zu befriedigen, wartet man vielleicht nicht mal 10 Minuten. Und bei den guten Dingen, die ins Paradies führen, wir haben Zeit. Dieses wir haben Zeit kommt nur von deinem Feind. Nur von deinem Feind, dem Shaitan. Und glaubt es mir, ihr solltet euch lieber beeilen und nicht auch in den Dingen, die uns wirklich nützen im nächsten Leben. Das sind meine Worte. Wenn ich etwas Gutes gesagt habe, ist das einzig und allein von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn ich etwas schlecht gesagt habe, ist das von mir und vom Shaitan. Wir sehen uns im Laufe.